Hallo, servus, Freunde der Lost Places, Eisenbahnen und vor allem der verlassenen Eisenbahnen. Heute sind wir mal wieder unterwegs auf einer verlassenen Eisenbahnstrecke. Die Breite von der Brücke, da wenn man anschaut, da meint man, die haben es vorsorglich einmal breiterbaut, die Brücke, für den Fall, dass man diese Strecke vielleicht zweigleisig ausbaut. Weil der Platz da drin, der kann sich jetzt gerade so ausgenommen für ein zweites Gleis. Auf diesem Abschnitt, den wo ich jetzt da gehe, sind zwei Tunnel und eine große Brücke, ein sehr großes Metallkonstrukt. Und darum da die Song bleibt dran und geht's einfach einmal diese Strecke jetzt oder mit. Die Schwellen da sind unwahrscheinlich glitschig. Es ist ganz ein trüber Herbsttag mit feuchter Witterung. Da muss ich gescheit aufpassen, dass ich da nicht einmal ausrutsche. Ich habe mir eigentlich ein bisschen Notizen gemacht über die technischen Daten. Brücken, Höhe und so weiter, Tunnellänge. Leider habe ich aber jetzt meine Notizen im Auto vergessen. Aber ich werde diese technischen Daten dann nach und nach als Untertitel einblenden. Das ist wirklich schön, wenn man jetzt da zwischen den Schienen da geht und diesen Streckenverlauf so vor sich hat. Man hat da direkt so eine kleine Lokführerperspektive. Das hat ein bisschen was davon, wenn man auf seiner Modelleisenbahn ganz vorn auf den vordersten Waggon eine Kamera anbringt und das dann vor der Lok herschiebt. Diese Perspektive da ist eigentlich ziemlich identisch, nur in groß. Da haben wir jetzt noch einen Kilometerstein mit der Kilometerangabe. 34,8. Wo jetzt ist der Startpunkt dann ist von der Strecke, das kann ich jetzt aus dem Kopf auch nicht sagen. Die 34 Kilometer ist ja doch eine ganz schöne Entfernung für so eine kleine Nebenbahn wie das da war. Also ganz sage ich euch, das ist ja ganz schön anstrengend zum Gehen. Was war jetzt das? Da kennen wir eigentlich zu wenig aus damit. Mit dem Gestänge da hat man noch irgendwas bewegt. Aber der Weiche war da nicht herin. Da. Das war eine Hebelstange für irgendwas. Kann jetzt leider nicht weiterhelfen, was das war. Und jetzt kurz danach. Hat er so Stangen da quer rüber. Jetzt ist es wieder vorbei, dann wird der Abstand wieder größer und da kommen wieder eine. Vielleicht weiß ja jemand, vielleicht kennen sie da einer besser aus. Ich darf es ja gerne in die Kommentare schreiben, weil da habe ich jetzt zu wenig Ahnung von der Bahn. So, und da haben wir jetzt schon den ersten Tunnel vor uns. Da steht da dran die Länge, wenn ich das da richtig lesen kann. 72 Meter. Der geht da schön einen Bogen. Also kannst du drin schon ein bisschen schön finster sein. Das ist jetzt der Tunneleingang und zwar B.
bergwärts. Also der steigt ganz leicht nach hinten an. Oder das ist eigentlich eine wunderschöne Perspektive. Da hinten sieht man nämlich schon wieder einen Tunnelausgang. Und da oben sieht man die Struktur recht schön von diesem Mauerwerk. Jetzt gehen wir mal da durch. Gehen wir aber am Rand, da muss man nicht gerade so aufpassen. Weil auf die Schwellen so gleichmäßig zu gehen, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Immer schön dranbleiben da. Was haben wir jetzt da? Da haben wir eine kleine Einbuchtung. Da haben wir schon eine Taschenlampe lassen. Jetzt oder diese Einbuchtung ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, das war vielleicht so eine Art Notausgang, wenn ich gewinnen kann, aber auf so einer alten Strecke nicht so. So, dann haben wir eh schon die Hälfte, zur Hälfte durch da. Da ist auch wieder so eine Bucht. Direkt in den Stein reingemacht, in den Fels da. Aber wozu, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Und da haben wir am Tunnelausgang wieder einen Kilometerstein. Schauen wir mal, ob da was drauf steht. Da ist leider nicht mehr zum Lesen. Schon so abgewetzt. Da steht wieder die Tunnellänge, 72 Meter. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Tunnel. Da geht's rechts. Ganz schön steil. Den Hang oben. Hört man ein Wasser plätschern. Da unten ist ein Bachlauf oder ja, ein kleiner Fluss sogar. Und da geht's auf der anderen Seite am Berg rauf. Haben sie mal da ganz aufwendig diese Strecke da direkt an den Berghang herbaut. Also eins muss ich sagen, die Strecke, die hat einen ganz schönen gewissen Reiz da. Das ist ganz, ganz optisch ansprechend da, wenn man jetzt da zwischen diesen Felsen da so durchgeht. Das hat was. Ideal war natürlich jetzt noch strahlender Sonnenschein, das fällt jetzt halt. Blauer Himmel, angenehme Herbstsonne. Aber alles kann man halt nicht haben. Das passt also. Mit welchem Aufwand da die Bahnstrecke gebaut worden ist. Gell? Das ist alles aufgeschichtete Natursteine da. Und da hat man die Trasse direkt in den Fels da hineingemacht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist das Schiefergestein. Geografisch gesehen kann das schon Schiefergestein oder so. Ja, das ist auch ganz schön verwittert. Ganz interessant, mitten auf der Strecke da haben wir jetzt so ein Schüttel betreten, die Bahnanlagen verboten. Ehrlich gesagt, wenn man einmal an dem Punkt angelangt ist, da ist eh schon spät. Einen anderen Weg zurück oder Vierizer gibt es eh nicht mehr, als jetzt da an der Bahn entlang. Haben sie ein bisschen später aufgestellt, die Schüttel. Jetzt kommt der Tunnel Nummer 2. Der meine ist ein bisschen länger als der erste. Der erste meine war was? 72 Meter. Der dürfte meine deutlich über 100 Meter haben. Also da drin wird es jetzt wahrscheinlich, weil er wieder im Bogen verläuft, da dürfte es doch ziemlich finster jetzt drin werden. Ich sehe jetzt leider kein Schüttel mit der Längenangabe. Ich hoffe mal auf der anderen Seite dann vielleicht, dass da wo steht.
ob er gescheite Lampen dabei hat. Nein, da ist nichts erkennbar. Gell? Normal steht es immer am Tunneleingang, da, wie lang das ist. Vielleicht war es ein Schüttel zum Abmontieren und das haben sie dann irgendwelche Souvenirjäger mitgenommen. Ja, Freunde, jetzt wird es aber wirklich dumper hier drin. Machen wir ein wenig Licht. He? Auch da wieder diese Nischen. Wir sind im anderen Tunnel auch geworden. Also ohne Lampen ist da schon. Puh. Nicht gebaut, oder? Ja. Da taucht auch wieder so eine Nische auf. Es geht dem Tunnelausgang entgegen. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Also diese Struktur zum WG extrem reizvoll. Ich habe eine gewisse Hoffnung gehabt an das Ganze, aber das übertrifft es jetzt direkt. Und da haben wir jetzt eine Längenangabe. Jetzt her, Freunde. 118 Meter war der, also doch ein ganz Stück länger als die andere. Da sieht man jetzt wieder diese gemauerte Struktur. Schön am Bogen, oder? Und da wird es eine ins finstere Loch. Gut. Dann gehen wir mal weiter in Richtung Brücke. Gar nicht einmal so weit weg von dem Tunnel, vom zweiten. Gehen wir jetzt da schon auf die Brücke. Also was ich so vorab gesehen habe, ist das ein relativ schönes, fast spektakuläres Bauwerk da. Überspannt da das Tal. Da links haben wir gleich mal ein verlassenes kleines Gebäude. Das werden wir auch gleich mal inspizieren. Schaut mal das an. He? Da liegen lauter Herzerl. Da meine ich, hat irgendjemand einen Heiratsantrag oder sowas gemacht. He? Jetzt schauen wir mal da rüber. Mein lieber Scholli, du. Da geht es aber ganz schön runter gleich. Das ist doch mal ein Bauwerk da. Alle Ehre. Und da? Was wird das gewesen sein? Der Brückenwärter, hm? Ah, passt auf. Da steht was über der Tür. Was haben wir da? Ah, oh, das kann man nicht mehr lesen, gell. Hinten aus die Ulin. Nicht entziffern, was das geheißen hat. Schaut. Schauen wir auf die andere Seite rüber. Vielleicht erkennt man da was von dem Gebäude. Mensch, ist das ein Anblick da. Genial. Da kann man jetzt, was ich gelesen habe, oben auf die Gleise drüber gehen. Aber auch da unten diesen Eisenweg. Aber der, da habe ich zu viel Schiss, muss ich zugeben. Das traue ich mir nicht da unten. Vielleicht probiere ich es oben drüber, aber das da unten, diesen Eisensteg, nein. Ich wage es nicht.
Einmal von der anderen Seite zu dem Gebäude her. Aber da ist auch zu. Und auch nichts erkennbar, weil nein. Da hinten geht es noch hinter, aber ich denke mal, das kann vielleicht bloß als Toiletten missbraucht werden. Jetzt probiere ich es einmal, dass ich da über die Brücke drüber gehe. Da geht es aber gleich ganz schön runter, also gesichert ist das zwar eigentlich nicht recht. Man muss da schon den Mut ein wenig zusammennehmen. So ganz ohne ist das da nicht, nur dazu. Durch das, dass das feucht ist, ist das nicht gerade griffig da, der Untergrund, gell? Kann ich aber jetzt auch nicht sagen, wie weit über Grund dass ich jetzt da bin, die Höhe von der Brücke. Jetzt mal sagen, ich schätze mal um die 35 Meter wird es hoch sein. Und man kann recht schön drüber gehen. Dann sieht es ja jetzt da, macht einen Rechtsbogen und ist sogar leicht überhöht. Also die linke Schiene ist eine Idee höher als die rechte. Ist bei der Eisenbahn immer so in die Kurven. Da kriegst du die Fliehkräfte. Darum gibt es auch diese Pendolinos, Pendelzüge. Ne? Die pendeln sich in der Kurve dann entsprechend ein. So, jetzt schauen wir. Links. Und rechts noch, da geht es ganz schön hoch, mein lieber Mann. Ah, da kommen jetzt noch mehr Leute. Die Brücke ist doch relativ bekannt oder als Sehenswürdigkeit. Gehen auch Wanderwege direkt dran vorbei. So, und schon habe ich es geschafft. Jetzt weiß ich aber auch die Länge. Von der Brücke weiß ich jetzt auch nicht. Und da geht es dann runter. Und dann kommen wir da. Och. Über den Eisensteg gehen. So Freunde, jetzt kriegt ihr einen Tipp von mir. Diesen Kanal abonnieren nicht vergessen. Jetzt schauen wir mal da oben drauf. Versprechen kann ich es aber nicht. Müssen wir uns erst einmal anschauen, wie die Sachlage da ist. Also da gehen ein paar Eisenstufen runter und dann geht es da rüber. Da sieht man jetzt auch diese Brückenkonstruktion an sich, ganz interessant. Da unten kommen wir schon wieder die nächsten Leute. Also da geht es ganz schön zu. Oder? Jetzt passt es auf, jetzt schauen wir mal. Unter dieses Brückenkonstrukt da haben wir da Haken, mit denen werden sie jetzt wahrscheinlich hergemacht haben, dann diese schweren Eisenteile um irgendwie bewegt werden müssen. Und da sieht man jetzt wieder diese Überhöhung von der Brücke. Seht ihr das? Der Träger da, der ist ganz schräg, damit die Gleise am Kurvenäußeren oder am Bogenäußeren höher sind wie am Inneren. So, und jetzt
Jetzt probiere ich es einmal da drüber. So ganz ohne ist das nicht, also mit Höhenangst. Da ist es absolut nicht empfehlenswert. Machen wir einen Blick auf das Konstrukt an sich. Hochinteressant. So nah an so einem Brückenbauwerk dran, gell, diese Möglichkeit haben wir eigentlich äußerst selten. Da sind immer wieder Übergänge dann auf die andere Seite. Aber direkt, ach, da kann man, da geht es auch nach unten. Seht ihr das? Da geht die Treppe auf die nächste Plattform und so kann man dann wahrscheinlich, jetzt passt auf, dann ist man auf der Plattform und so geht das nach und nach als Fluchtweg nach unten, wenn irgendwo ein Unglück gewesen war oder so. Ne? So, ganz langsam gehe mit diesen. Mit diesem Kribbeln in die Knie jetzt hat da. Und mein Blick nach unten. Super, also das ist jetzt ein Erlebnis. Das ist unbezahlbar, sowas. Muss man ehrlich sagen. Ich hoffe jetzt bloß, dass das zeigt oder heute. Aber wenn man überlegt, was da für schwere Züge drüber gefahren sind, ja, dann wäre ich mit meinen, was habe ich dann, 77 Kilo um und da wäre jetzt die Brücke nicht unbedingt zum Einsturz bringen damit. Haben wir es gleich geschafft. Perfekt, oder? Gefällt mir. Also wer die Brücke ausfindig macht, absolute Empfehlung. Wunderschöne Landschaft da, genial. Freunde, da sind wir herum. Und da schmeißt jetzt da die Stufen rauf. Beeindruckend, schwer beeindruckend sowas. Ah, da sieht man jetzt auch. Da. Wie morsch die Schwellen da oben schon sind, die Holzschwellen. Das ist so herum, unmittelbar vor der Brücke. Ein ziemlich extremer Schienenstoß noch drin dabei. Also da hat sich die Fahrgäste noch mal gescheit wachgerüttelt, bevor sie über die Brücke rüber geht. Oder beziehungsweise wenn man über die Brücke rüber war. Kilometerstein nochmal, was heißt der? 33, 8, 9, 8, 9 gibt es nicht.
wenn man 200 Meter weiß. So, das ist jetzt mitten im Tunnel herin. Links ein Portal. Rechts ein Portal. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Kanal abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, Daumen nach oben, Kommentar hinterlassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich gesund und munter wieder. Servus, Peter.